Danke, glaube ich. Glaubst du? Ich glaube. So, umstellen. Ich habe übrigens Oh wieder nö. Energy parat. Oh nein, es sind ja schon wieder so hässliche grüne Farben. Das ist schon mal die erste Sache, weswegen sie mich umbringt. Warum ist denn das so leise? Ich weiß, warum das so leise ist. Ich muss mein OBS wieder lauter machen. Stimmt, da war ja was. Danke, Masuna. Aber ich glaube, heute gibt es den Fruchtbarkeitstanz bei mir nicht. Nicht? Weiß ich nicht. Wieso nicht? Weiß ich nicht. Ich mache euch heute alle fruchtbar. Party. Warte, was? Hast du schon eine Schnecke, die so heißt? Nee, noch nicht, aber wir haben ja heute Zeit. Okay. Ich Also habe meine ein, Frucht. ich hab Holpa die Hoppla die Hoppla da, ich habe Road to the Hell und Friedhof der Fahrgäste. Ja, doch, Masuna, nein, einfach nein. Heute gibt's den Busbarkeitstanz. Den, oh, der Oh ist gut. Gott. Bußbarkeitstanz. Oh nein. Das ist noch zu spät zu sagen, ich muss gehen. Ist zu Ja. spät jetzt, ja. Ja. Der Zug ist abgefahren oder der Bus, besser gesagt. Ich brauche meinen Fuchs. Oh, ich glaube, ich muss doch zum Arzt jetzt. Nein. Ryan, Doch, du Mann. steckst sowieso ganz, ganz tief in der Kacke Aber ich will nicht in der Kacke stecken. Das ist eklig und stinkt. Ich sehe dann eine F5-Taste, die mich so angrinst. Nein, die grinst dich nicht an. Also, ich habe hier schon mal vier wundervolle Strecken. Die erste ist ja die Standardstrecke. Dann habe ich ja, na, hier noch eine wunderschöne zweite Strecke. Möchte doch ich fahren? Du darfst es dir aussuchen. Noch ist alles frei. Wir dienen ja eh erstmal dazu, alles freizuschalten, was freizuschalten geht. Was müssen wir denn machen? Fahre die Strecke im Huch. Rundfahrtmodus. Also wir müssen erstmal wieder in Rundfahrt fahren, dann brauchen wir zwei Fahrer. Ich muss eh noch einen Bus kaufen. Nehme ich mal erstmal den hier. Der andere ist so teuer. Darf ich schon losfahren? Nein. Heute fahren wir zusammen. Außerdem müssen wir Zusammen? Iron ja Was erstmal helfen. gibt's gar nicht. Jetzt, wo ich drinne bin, komme ich klar. Ihr müsst mir nur sagen, welche Strecke ich fahren muss. Okay, Siehst du? Warte. Ich dekoriere gerade den Bus. Ich sehe es. Ryan. Ich kriege Kotzkrämpfe. Oh Gott. Oh Gott. Muss ich Angst haben? Wo ist meine Maus? Ja. Ah, Wird schon wieder schön. pink. Ja, Ja. natürlich. Oh. Was denn? Ernst? Ernst und normal kann jeder. Busse fahren fruchtbar. Busse fahren fruchtbar. Fahr einfach los. Das merken sie eh nicht. Also, wir haben einmal die 2. Das ist die ganz kurze Strecke. Und ich weiß nicht, ob du dich erstmal einfahren möchtest. Ich habe eben schon ein, zwei Strecken gefahren, also ich bin Okay. bereit. Okay, ansonsten kann ich dir auch noch mal kurz, warte, ich kann die noch mal kurz erweitern. Dann kriegt ja irgendjemand hier einmal die ganze Strecke hier. Warte Das ist mal. aber lang. Wow. Warte mal. Da bin ich ja viermal früher fertig als du. Ich möchte anmerken, bei Fruchtbar bin ich übrigens raus. Ich habe schon einen 11-jährigen Sohn, der reicht mir. Was? Das verstehe ich gar nicht. Okay, wir haben einmal die Stadtstrecke. Die Meldest du dich da einer für? Stadt. Das ist keine Stadt, das ist ein Astra-Park. Ja, die Stadtstrecke. Die Stadt ist unten. Ja, die haben wir ja noch nicht. Ich muss kurz anmerken. Warte mal. Nee, never mind. Never mind, ignoriere mich. Niemals. Schade. Mit Gehangen, mit Gefangen, also du Iron, steckst tiefer drin. willst du die 2? Du darfst die 2 fahren. Das ist ein Kuhkaff, mehr nicht. Und jetzt haben sie die Verrückten drauf losgelassen als Bestrafung. Was denn? Das ist. Was? So schlecht fahre ich gar nicht. Masuna. Wie Also gesagt, wirklich. teile mich ein, mir ist es egal. Okay, dann Iron, du die 2?
Ryan? Welche ist dir lieber? Ja. Welche ist dir weniger unheimlich von meiner Erstellung her? Die 4. Na klar. Okay, dann fahre ich die 3. Welchen Bus darf ich fahren? Sucht es euch aus, ich nehme das, was übrig bleibt. Von einem haben wir 2. Mhm. Wir haben einmal die 2,49er und wir haben einmal einen 28er. Das ist doch so eine klar. Ein Glücksbärchen sein, alles drin, was ein Glücksbärchen tun. Du nicht, du hebst ja das Niveau. Ich würde sagen, Rundfahrt machen wir ein, ne? Wie immer. Ja, habe ich schon. Okay. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Ich sag ja, für mich sogar noch an. Ich sag ja gar nichts mehr. Kommt rein, könnt ihr rausgucken. Moin, moin. Ich fahr euch alle um. Oh Gott. Hallo. Woche Standard. Nee, den Energy öffne ich noch nicht. Ich will ja Ryan nicht direkt schon zu Anfang fehlen. Es gibt hier keine Seniorenermäßigung. Lauf du! Du alte Frau. Lauf, Vettel, lauf! No. Wie nennst du mich? Oh, ich hab zu viel Geld draufgegeben. Aha! Fängt sehr gut an! Aha! Man, jetzt bin ich es gewohnt, mit den Pfeiltasten zu blinken, wegen 21. Blink immer noch mit EUQ. Manchmal. Aber auch nicht immer. Ryan gönnt wieder, ja, aber nur 60 Cent. Ich sehe euch. Ich euch auch. Ich hoffe, ich kann unterwegs ein bisschen. Oh Gott. Gut, da war so eine alte was von mir. Meine Fahrkarte, bitte. Die sind unheimlich. Diese alten Omas. Ja, da. Ich Arzt, ich bin durch. Zu Recht, das sind Zaps denke, irgendwann ab bei dir. Was? Bitte? Warum braucht sie jetzt 3-Wochen-Tickets? Was ist mit ihr los? Damit sie 3 Wochen fahren kann. 84 Euro, Junge. Woche, Senior. Das sind Fahrkartendealer, ich sag's immer wieder. Fahrkartendealer. Die wollen einfach nur selber Geld machen. Oder ist ein Blitzer? Oh, kein Schwarzfahrer aus dem Haus. Juhu, ich hab ein Blitzerfoto. Senior oder Senior? Naja, beides, egal. Mach mal so nach. Ich hab ein Blitzerfoto. Ich hab sogar gelächelt. Fängt ja schon wieder gut an. Was denn? Ich hab so viel Geld raus, du wirst geblitzt. Es hat ja niemand gesagt, ich darf nicht geblitzt werden. Mit Z kannst du übrigens einstellen, dass du nicht über Dings fährst, ne? Über die Geschwindigkeit. Ja, das ist ja langweilig. Hm, okay. Wie du sagst. Die sahen auch alle sehr hellhäutig aus. Außerdem brauche ich doch ein neues Passfoto. Das Beste suche ich mir dann davon aus. Nerven eine Leute übrigens mit dem Ananas-Witz. Ja. Ananas. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas. 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 Das ist so doof. Das Gute war, Hybrid wollte sich den merken und fragte schon einen Tag später, wie ging der nochmal? Ja, gut gemerkt. Naja, zumindest wusste er, dass es ein Witz ist. Wie war das mit dem seriös? Hä, wo steht denn seriös? Was? Ich bin seriös. Noch. Ja, aber... Was denn? Anstehende Demenz bei Hybrid? Weiß ich nicht. Außerdem habe ich noch keinen Unfall gebaut. Ja, das passend die Sau. Und noch blinke ich. Ihr müsst euch erst dann Gedanken machen, wenn ich nicht mehr blinke. Mir war gestern teilweise so langweilig, ich habe alle Sammelgegenstände in Bus-Simulator 21 eingesammelt. Ich habe gerade mal 2. Das sagt vieles aus über mich, oder? Nein! Jedem das sein, aber warum ziehst du? Also wenn Aldaria selber blinkt, würde ich mir Hi! Hi!
Ja, was immer, ja. Nein, einfach nein. Irgendwie bin ich froh, dass ich die Stadtstrecke bekommen habe. Ich sehe euch weniger. Hi. Es ist ja nicht mal die Stadtstrecke. Hi. Was bist du? Ich hab den Kampf gewonnen, was macht die denn hier? Hallo. Hi. Klar. Ich hab's gehört, dass irgendwann reicht. Es reicht. Hab ich nicht. Okay, wenn du es bist. Genug Hallo gesagt. Ja. Aber wir haben ein wunderbares Angestellten-Outfit. Nein, hier ist die Fahrkarte. Und ja, ich habe extra etwas ausgesucht, was diesmal nicht ganz so schlimm ist wie vorher. Ich möchte mich aus Sicherheitsgründen dazu nicht äußern. Ich habe Angst, verprügelt zu werden. Was? Das verstehe ich gar nicht. Wieso denn verprügelt? Verprügelt niemand jemanden. Wir sind alle ganz friedlich. Sie möchte ein Blindkäfer sein. Das wäre wunderbar. Okay. Oh, muss ich mir Sorgen machen. Das Schlagloch habe ich nicht gesehen. Ist nur zu spät. Schlaglöcher, was sind das? Kann ich das essen? Steht ein Auto. Ich bin nur noch 0,5 Kilometer von Iron entfernt. Ich muss weg. So, ich wirke mal weiter und höre euch euren Stimmchen zu. Macht das. Wow, ich bin so schlimm, aber viel Spaß dabei. Rennes. Oh, nur noch 0,3. 0,2. Ich komme dagegen. Juhu. Oh Gott. Renn. Renn, Buddy, renn. Wenn ich so viel von vorne kommen würde, würde ich ja, ne? Kann ich? Wir haben ja einen Schlag, da kein Geld, weil sie ständig Laternen ersetzen müssen. Oh. Da! Ich sehe Iron! Hi! Hi! Ich frag so lange, bis ich... Hi! Englisch! Warte! Nein, meine Tür geht. Ich hab Terminplan einzuhalten. Warte. Hi. Kann ich mal irgendjemand wegnehmen? Nein, ich mach meine eigene Tür gerade zu. Hi. Ja, schöner Bus. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Was genau tut ihr da nochmal? Oh. Ich versuche zu fahren. Ganz unanständige Dinge. Ja, so kenne ich dich. Schnell weg. Was? Wir könnten uns ja so öfters begegnen. Ich bin hier eine ganze Weile in der Stadt. Noch ein Tag, dann habe ich endlich frei. Ja, Zürich, Fahrgast sagte, oh nein, ich bin eingeschlafen. Das ist gut. Ist das so gut? Ja. Oh. Vernünftig, ihr. Oh. Das erste Mal, wo man ran Kannstein gefahren. Bis dann. Kitty erstellt eine neue Strecke. Fühlchen unartige Dinge. What? Ich bin nicht unartig. Ich bin voll brav. Danke. Aber ich hasse hier gerade ab. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Oh, Hans ist zur Familie zurückgekehrt? Oh, das ist cool. Er hat die ganze grüne Ampel hier gestanden, jetzt wurde sie wieder gelb und er ist stehen geblieben. Deswegen fahre ich immer links dran vorbei. Oder rechts. Ja, da ist die andere Spur. Ja, siehst du? Da sind Autos gekommen. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad sie ist einfach wegschieben. Was sie passt, wird passend gemacht. Sehr philosophisch. Kann ich schon. Großer Philosoph. Erwischt du Sau. Du wolltest doch arbeiten, Masuda. Schwarzfahrer gekillt. Ich hab Strafe vom Bus gekattet. Ich bin sogar bald pünktlich. Eine Fahrkarte. Kann der mal fahren jetzt? Alter, will der mich verarschen? Ja. Mach ich, aber dumme Sprüche sind eine Pause wert, okay. Danke. Okay. Ja, Bodenwelle. Was? Verdammt. Hier. Augenblick.
Da. Hier, bitte. Ich möchte irgendwas von kaputt fahren. Ganz ehrlich. Jetzt reicht's mir. Was? Ja, da stand jetzt die zweite Grünphase einfach da. Oh, Junge. Vielleicht ist das auch ein Mädchen. Oder divers. Oder divers. Ich glaube, Ryan bereut es. Was denn? Den heutigen Tag. Nee, ich bin nur noch nicht ganz wach. Hallo, Dani. Oh, jetzt wird auch noch schöne Tickets haben. No. So, solange es keine hier, ne, die Weiterverkäufer sind, geht das ja. Ryan bereut nichts, Ryan ist die Ruhe selbst. Ja, natürlich. Rosa. Immer die Ohrläppchen kneten, immer die Ohrläppchen kneten. Oh, Iron kommt Nein. schon wieder. Erscheinreich, danke. Danke, Alter. Ja. Ach, da, ich muss da. Ruhig. Ich seh dich. Gib Gummi, du hässlicher Bus. Ich zeig dir gleich mal hässlichen Bus. Der Schein trügt, Ryan. Nehm hart Geld. Was? Nicht drüber nachdenken. Nett lächeln und winken. Ja, mich sieht ja niemand. Nett lächeln und winken, Männer. Nett lächeln und winken. Ha! Perfektes Timing. Nächster Halt. Festspeicher. Die grinsen mich immer alle so freundlich an. Oh, da ist meine Asiatin wieder. Sogar im Doppelpack. Ich brauche eine Fahrkarte. Jetzt geht das wieder los. Ja, ich will heute aber nicht ganz so aufdringlich sein bei ihr. Ich bin doch seriös heute. Oh, klar. Wie bin ich denn hier gelandet? Oh, sie weiß gar nicht, wie sie hier gelandet ist. Wahrscheinlich hat sie ihr Herz zu mir geführt. Du hast dich heute extra schön gemacht, und sie gibt's doch zu. Ja, extra seriös. Die Doppel-Asiatisch. Ja. Aber. Doppel-Asia-Pack. Also. Seit wann gibt's bei dir seriös? Ja, seit heute. Oh, okay. Seitdem Fessin ihren Duden geschenkt hat. Was? Was ist das, ein Duden? Ich weiß nicht, okay, zurück. Ist es das große Ding mit den vielen Seiten? Mit den vielen Buchstaben drin. Was sind Buchstaben? Alter, du meinst die Buchstabensuppe! Ach ja, natürlich, okay, ja klar. Jetzt weiß ich, was du meinst, Iron. Jetzt weiß ich es. In der letzten Folge kam endlich raus. Buchstabensuppe, ja, die ist lecker. Christina. Einzig Standard. Wenn du Sternchensuppe nimmst, also Sternchennudeln nimmst, hast du dann Passwortgestützte? Oh Gott. Vielleicht. Oh Gott. Guck im Duden nach. Ja, aber ich weiß doch nicht, was ein Duden ist. Ein Duden kommt nicht von den Juden. Oh Gott, du hattest schlecht, Alter. Ryan. Aber du lachst immerhin. Ryan. Ja. Einfach nein. Einfach nein. Ja, war so schlecht, ne? Ja. Aber schlecht, nicht, schlecht, aber trotzdem so lustig, dass man lachen kann. Das ist einfach. Ja, nee. Das auch nicht. Upsi. Ja. Das ist einfach. Mann, Kontext-Bot, was denn jetzt schon wieder? Was? Oh Gott, nicht in die Mauer. Wurde Zaun. Irgendwas gelöscht? Bleib stehen. Wenn ich jetzt stehen bleibe, dann kann ich ja nicht mehr weiterfahren. Oh, ich darf die Hupe benutzen! Sind Engel eigentlich Geflügel? Hast du schon mal probiert? Ernst? Alles schmeckt nach Hühnchen, außer Hühnchen, das schmeckt wie Fisch. Eine Fahrkarte bitte. Sie hat von Duden und Blasen keine Ahnung. Klar. Oh, okay. Vom Blasen habe ich Ahnung. Blasen? Von Blasen? Ja, ich musste ganz oft das Feuer anblasen.
Ich habe ganz oft Blasen an den Füßen. Blasen, ey. Seriös. Sehr seriös hier. Davon merke ich noch nichts, aber. Oh. Willst du ruhig ein? Ich möchte übrigens anmerken, ich bin mit meiner Runde gleich zu Ende. Ich auch. Ich nicht. Krass. Auf dem Weg zur Garage. Das ist schön. Ich brauche noch ein bisschen. Ja, du standst ja zu lange an der Ampel. Ja. Und dann bin ich vorbeigefahren. Ich habe mehrere Fahrten. 800 Euro verloren. Nein. Ich habe die Garage angeditscht. Wie teuer war das? 766. Ach ja, danke. Der erste Unfall. Bitte. Ich habe mehrere Unfälle mit 2000 gemacht. Ja, da, so kenne ich dich. Okay, sind nochmal 500 dazugekommen, weil ich ihn nochmal angeditscht habe. Ich weiß gar nicht wie. Ach ja, ich bin noch 14.000 plus. Hoch. Ich habe aber 19.000 plus gemacht. Plastikstahl stellt sehr schön was. Zum Feuer ist das für ein Geräusch? Jetzt bin ich verwirrt. Hört das noch irgendwie? Im Duden stehen sehr viele deutsche Wörter und Bedeutungen. Ah. Ja, nicht mehr super. Ja, Buchstabensuppe. Lecker. Nein, 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 nicht halten! Halten und zurückfahren! Erstmal vorbeifahren, natürlich. Nein, 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 ich bin nicht vorbeigefahren. Überhaupt nicht. Oh, ich habe auch versehen die Tür. Das ist der Kuchen des Germanistikstudents, der Dudenhupf. So. Absolut pünktlich. Danke sehr. Wenn die so weitermachen, mache ich mit. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Bei den schlechten Witzen. Oh nein. Wer ist denn die? Masuna macht die meisten schlechten Witze. Er ist der König der schlechten Witze. Ich hätte gerne ein paar Und Iron die Königin. Oh nein. Ich bin oh, die Göttin. Okay, die Göttin. Ja, mach mit, Masuna. Ich brauche eine Fahrkarte. Wenn man ein Zentauren ist, ist es denn Kannibalismus oder eine einfach Fahrkarte nur bitte. Lasagne? Oder kommt es drauf an, welchen Teil du vom Zentauren? Ich bin der schlechte Witz. No. Hilfe. Du bist ein Mensch. Fahrkarten, bitte. Hilfe. Warum wurden die so viele Fahrkarten? Was ist denn hier los? In welchen Fällen? Hä? Was ist denn hier los? Normalerweise sind doch immer die Schwarzfahrer. Wie nennt man einen japanischen Krieger, der sich nicht entscheiden kann? Nun ja. Einfach nein. Einfach nein. Nicht doch. Augstraße. Endstation. Bitte alle aussteigen. Absolut pünktlich. Jetzt mein Kerl ergreift gerade die Flucht. Verstehe ich gar der nicht. Der denkt sich oder so, okay, ich bin weg. Das war mein Stichpunkt. Da wegrennt. Mhm. Ryan kauft den Fernglas. Hä, aber warum denn? Was soll ich jetzt mit dem Fernglas? Hä? Hä, wo ist hier Müll? Masuna, ich sehe doch den Müll nicht! Dann sehen wir weiter. Hä, ich geh jetzt ernsthaft. Ah, doch, da! Zungenmüll! Hallo, Britting! Bin ich hier nur gelandet? Diese Flachwitze zur Begrüßung. Ja, da wirst du erstmal noch einiges von erleben. Ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Ryan, wenn du tiefer schlafen willst, musst du ein Stück von den Beinen von deinem Bett absägen. Wie heißt das? Chinesische Verkehrsminister. Umleitung. Ja, den kenne ich sogar schon. Sternchen, wegrennen, Sternchen. Willst du wegrennen? Wie nennt man Dieb auf Chinesisch? Oh nein. Oh nein. Langping. Wie nennt man einen Polizisten auf Chinesisch? Langping. Fang! Und ein Polizeihund? Lang Ping Pau! Lang Ping Pang Pau! Gott! Einfach nein. Oh, endlich sagst du es auch. Was hat jemand, der. Mann!
Was hat jemand, der ständig was hat jemand, der ständig im Dreieck geht? Kreislaufprobleme. Die Tür aufgemacht? Ja. Wir haben einen Sarg auf der Hamburger Reeperbahn gefunden, konnten aber noch nicht reingucken. Nicht ein Zuhälter drinne. Oh. Barbara Klaus. Experte für selbstgebrautes Bier mit Fässchen im Garten. Was macht Barbara mit meinem Fässchen? Futters, hast du mir etwas zu sagen? Ist das Rhabarber, Barbara? Was hast du mit Barbara zu tun? Oh mein Gott, da fahr ich gleich im Busch. Da fahr ich gleich in den Busch, Masuna. Versprich doch keine Sachen, die du nicht halten kannst. Der Ex-Freund von meiner Schwester heißt Busch mit Nachnamen. Warte, was? Das ist nichts, nichts. Ja, ja. Fässchen im Garten. Die weise ich direkt ab. Treffen sich zwei Blitze. Hey, schlag ein. Oh. Der ist gut. Der ist gut. Ja, du hast auch über meinen Duden-Juden-Witz gelacht. Also. Also. Stehen zwei Böller auf der Treppe. Sagt der eine zum anderen, und was machen wir heute? Sagt der andere, hochgehen. Wie war die Stimmung in der DDR? Ich sitze ziemlich in Grenzen. Oh, komm schon. Einfach nein. Einfach nein. Jetzt haben wir hier die ganze Zeit schlechte Witze oder was? Ja. Schön. Ich bin unschuldig. Ich habe damit nicht angefangen. Ich habe versucht, mich in Grenzen zu halten. Ja, gut. Einfach durchbrochen. Ich hab noch keine Änderung vorgenommen. So. Nennt man einen Schäfer, der seine Schafe schlägt? Mähdrescher. Oh. Ja. Oh. Wo bin ich denn? Wie bin ich denn hier gelandet? Du bist eingestiegen. Du bist eingestiegen. In den Partybus. Warum tragen Schotten Röcke? Oh nein, damit oh die Schäfchen den Reißverschluss nicht hören. Nein, einfach nein. nein. Ah. Das geht nicht, wir sind ja auf Twitch. Ich fand den gut. Was ist rot und steht am Kopierer? Die Paprikantin. Was macht ein Clown im Büro? Faxen! Oh. Ich glaube, Brian stirbt innerlich. Und äußerlich. Nicht nur innerlich. Da ist schon alles tot. Hallo, ich muss akribisch versuchen, nie wieder eingeladen zu werden. Ich muss alles raushauen, was ich kann. Ja, du wirst direkt eingeladen mit den Witzen. Da steht schon mal Suna drauf. Wie nennt man jemanden, der den A4-Seiten scannt? Skandinavier. Skandinavier, wenn er. Ja. Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern. Was machen Piraten am liebsten am PC? Die Enter-Taste drücken. Oh. Ich habe einen Joghurt fallen lassen. Er ist nicht mehr haltbar. Kann ich Urlaub nehmen? Nein, kannst du nicht. Schade. 1-0 für Paderborn gegen Hannover. Ja. Wie heißt ein schwedischer Türsteher? Nein. 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 Lass reinströmen. Oh. Nein. Den kann ich auch schon. Das ist ja, so schlecht. Ja. Ist so schlecht. Suna, wolltest du nicht arbeiten? Jetzt schreibt sie ganz schlechte Witze. Jetzt arbeitet er nicht mehr. Ja, was ist grün? Was ist grün und wird auf Knopfdruck rot? Nein. Frosch-Wichser. Was ist grün und bleibt auf Knopfdruck grün? Nein. Frosch im Mixer, der um sein Leben rennt. Nein. Der arme Frosch. Was ist schwarz-weiß und sitzt auf der Schaukel? Ein Schwinguin. Aber das ist ein Schwinguin, das ist süß. Das hört sich schon mal rein süß an. Hui, hui. Ja, klar. Den habe ich geschrieben. Das sitzt im Baum und macht Huhu. Oh nein.
Eule mit Sprachfehler. Hilfe. Warum können Geister so schlecht lügen, weil sie so leicht zu durchschauen sind? Oh. Nein. Ach ja. Was ist weiß und steht hinterm Baum? Schüchterne Milch. Oh Gottes Willen. Was ist blau und steht am Straßenrand? Ausgezeichnete Arbeit. Okay. Oh, ich darf die nächste Strecke erstellen. Juhu! Darüber jetzt ein bisschen leiser hier, danke. Dialog, Alter. Erstmal leiser machen. Okay, so die nächste Strecke. Könnt ihr euch schon mal einen Namen für überlegen? Egal wie viel Curry du isst, Freddy ist Mercury. Oh. Nennen sie einfach. Die Fahrt der schlechten Witze. Mein Berufswunsch war eigentlich Lackierer, aber ich habe eine Lackdosenintoleranz. Wanderweg der Pandas. Okay, das wird der nächste. Wanderweg der Pandas. No. Ist es wenigstens eine gute Strecke? Was? Die ich jetzt mache nicht, nein. Toll! Die hat eine Fahrt der schlechten Witze. Achso, ja, gut. Dachte, was denkst du denn? Also. Ich dachte, die Fahrt der schlechten Witze gehört mir. Okay. Die will ich auch nicht fahren. Ich sehe die Strecke jetzt schon. Ja, ich auch. Sicher, dass du die fahren willst? Immer her damit. So, und die mit den 10 Stationen. Wie nennt man einen Waschbären, der viel trainiert? Ja, Waschmaschine. Schick. Der. Von das. Wo leben Katzen am liebsten? Mietshaus. Oh Gott. Ich glaube, meine Katze schickt euch auf und geht. Nein, nein. Die packt gleich ihren Rucksack und geht raus. Nein, nein. Boah, stell dir einfach mal vor, das war süß. Ich habe einen Fuchs, der bleibt bei mir. Ich möchte unbedingt endlich Stray haben. Da kann man eine Katze mit einem kleinen Rucksack spielen und das wird super. Ja, ich freue mich auch schon mega auf dieses Spiel. Ja. Aua. Thor ist zwar echt cool, aber Mjölnir ist immer der Hammer. Was ist ein Keks unter einem Baum? Ein schattiges Plätzchen. Was macht ein Leprakranker an der Disco? Tanzen, nein, bis die Fetzen fliegen. Das will. Oh. Okay. Was? Der Oakville habe ich 2. Dann. Wie nennt man ein helles Mammut? Helmut. Oh, ich sehe schon, ihr würdet euch super verstehen. Ich meine, Masuna hat ja sogar schon Hybrid dazu bekommen, Haarwitze zu machen. Okay, Ryan wird mich hassen. Nein, hast du jetzt extra schön lang gemacht, die Strecke, ne? Nein, es sollen ja mindestens 10 Haltestellen sein. Nein, alles gut, Mensch. Mehr 10 geht ja nicht. Ich muss halt irgendwas machen damit, ne? Okay, also, Iron kriegt die 5. Ryan kriegt die 6. Und ich fahre jetzt die 4. Das wird schön. Let's go to the mall. Nee, nicht mindestens. Ja! Was ist grün und sitzt auf dem Klo? Ein Kaktus. Fliegen 2 Luftballons durch die Wüste, sagt der eine. Guck mal, da kommt ein Kaktus. Hat noch Zeit, Frisches. Hat noch Zeit. Nein, ich habe eine Umleitung auf meiner Strecke. Genau. Ich sag dir Bescheid, wenn ich Pinkelpause mache. Mein Sesambrötchen. Das
bin, ich muss los. Ey, das hat. Ja? Das kam nicht von mir, das Sesambrötchen. Mhm. Was macht ein Steak unter dem Sofa? Nein. Ich verstaken. Nein, also der ist schlecht. Nee, die sind alle schlecht, hallo? Die kommen von Masuna, die können nicht gut sein. Nein, einfach nein. Alle Kinder gehen zum Friedhof, außer Hagen, der wird getragen. Was liegt am Strand und spricht undeutlich? Eine Nuschel. Ey, was denn, Masuna? Du hast selber gesagt, du bist der schlechte Witz jetzt. Eine Fahrkarte bitte. Ne? Lass es lieber. Nein, nein, mach weiter, Bridging, mach weiter. Das ist lustig. Ist es das, ja? Ja, also ich hab meinen Spaß. Wie sieht's mit dir aus? Immerhin einer von hier, uns. Bitte. Na klar. Ich glaube, Iron hat auch ihren Spaß. Oma, geh aus der Tür raus. Immerhin zwei. Jünger wirst du nicht mehr. Hier ist die Fahrkarte. Nein! Und hier. Wo hab ich denn? Ah! Ja. So. Ich hab da etwas mit LP vor der Schnauze. Lieber fernsehfaul als radioaktiv. Oh, ich hab die Tür wieder aufgemacht, statt. Okay. Oh! Bremst! Ryan? Ja? Ist es schlimm, dass ich direkt bei der ersten Haltestelle schon gleich 1000 Minus gemacht hab? Das ist... Batschabat. Nicht so gut, glaub ich. Ah, okay, dann ist es ja in Ordnung. Weil das ist ja Gegenteiltag. Was? Dann muss ich jetzt nicht zum Arzt, oder was? Nee. Ja, aber es ist doch Gegenteiltag, also muss ich jetzt... Ja, du hast vorhin gesagt, du musst zum Arzt. Also musst ja, du nicht zum Arzt. Jetzt halt, dann muss ich jetzt halt nicht zum Arzt. Ja, nee. Oh, Männer geht nicht mehr. Wir feiern heute nicht Geburtstag. Alles rennt aus dem brennenden Haus. Und nicht Klaus, der schaut raus. Nein. Warum sind Enten so schlau? Alle gucken zum brennenden Auto, außer Kurt. Der hängt im Gurt. Warum sind Enten so schlau? Weil sie so intelligent sind. Nein, der war nicht. Nein. Oh, Masuna, du wurdest gebasht. Ich muss mal kurz meine Steuerung hier umändern, das nervt mich mit dem Blinken. Alles redet von Verhütung, außer Jutta, die wird Mutter. Oh, Hilfe. Das ist ein Bär, der auf einer Kugel sitzt. Ein schreiender Bär auf einer Kugel? Ein Kugelschreibär. Wie nennt man einen studierten Bauern? Akademiker. Nein, ich habe den nächsten Unfall gebaut. Ich glaube, Ryan hat schon innerliche Schmerzen gerade. Die werden immer schlimmer. Nicht nur innerlich. Nicht nur innerlich. Bin ich dumm? Ja, bin ich, aber bin ich dumm? Warum klaut Robin Hood Deo? Um es unter den Armen zu verteilen. Nein! Nein! Ich war gestern viel zu lange im alten Sägewerk. Ja, was machst du auch im alten Sägewerk? Im Bad Sägewerk. Bad Sägewerk, da. Zu viel Weißgeist, zu viel Weißgeist. Oh ja. Kinder finde ich nicht so toll. Tut mir wirklich leid. Ja. Schön. Mensch, oh die Wände voll. Womit Bastian Pfannkuchenliebhaber? Womit Bastian Pfannkuchenliebhaber? Mit Krebspapier. Natürlich lachst du wieder. Wenn man an einem Pfannkuchen stirbt, ist man denn krepiert? Nein. Oh. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ich habe bei mir. Ihr könnt es nur an. Fahrgäste. Na, wo war der Fahren? Scheiß auf die Schwarzfahrer. Ja, ich hab bei mir eh keine neuen Gäste. Ja, ja, das sagst du immer. Das sind die gleichen. Ganz da, der Dicke muss durch. Der ist nicht dick. Der ist nur als kleines Kind in den Zaubertrank gefallen. Der Dicke, was? Ich rede von meinem Bus, lass mich. Achso. Es gibt doch dickere Busse. Der Bus ist in den Zaubertrank gefallen. Versteh schon.
Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh Gott, Hilfe, Hilfe. Ausnahmsweise kann ich verstehen, warum meine Mutter keinen Kantstein mehr mag. Die sind wild, sag ich euch. Die springen euch einfach vor dem Bus, die Mistviecher. Wie Bäume und Mülltonnen. Schade, kein Blitzerfoto. Nein, kannst du nicht. Nächster Halt, Fischgrund. Bus. Bus, nicht Busch. Bus. Snchana. Oh Gott, Hilfe, Entschuldigung, wenn ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. Ein wunder. Guten Tag. Was hilft einem glatzköpfigen Fischer? Nein. Eine Harpune. Nein. Den kann die und das ist so schlecht. Schana, okay. Eine Fahrkarte, bitte. Glatze ist eine ausgefallene Frisur. Ich hoffe, es geht dir gut. Irgendwie wird mir so warm, ich weiß auch nicht warum. Ich darf zur Zuckerfabrik. Platz da! Da braucht jemand eine Rampe. Eine Rampe. Da. Platz da, ich hab's eilig. Ich hab übrigens mal eben fast 1000 Euro Schaden verursacht. Ah, das ist gut. Warst du gestern auf dem Konzert im alten Säge? Warum gegen Ameisen ist? Nicht in die Kirche? Weil sie Insekten sind. Oh, jetzt geht das schon. Jetzt kommt, weißt du, es kommt jemand Neues rein und die Witze gehen weiter. Oh nein, ey. Unsere Streams bestehen einfach nur aus schlechten Witzen gerade. Ja, voll geil. Mich wundert, dass Frittus sich noch nicht dazu geäußert hat. Frittus ist früher würde ich auch direkt am Start. Das Schlimme ist, bei mir ist es halt einfach nur Masuna, ne? Nur Masuna. Bei dir sind es ja mehrere Leute. Bei mir sind es alle. Ja. Warum geht der nicht rein? Auch alle. Oh, die Tür ist zu. Oh. Was macht ein Lepra-Kranker am Strand? Nein. Auf der faulen Haut liegen, bitte. Warum müssen Postboten zum Drogentest, weil sie immer was einwerfen? Klar. Das habe ich ihnen schon gezeigt. Bin jetzt so richtig? Ich bin jetzt an so einem Punkt wie am Mittwoch nach 6 Stunden oder so. Nicht. Was? Ja. Mutz, falsch gefahren. Verstehe ich gar nicht rein. Aber nur Kanstein! Nächster Halt, Arbeitergasse. Bis ich sie nicht mehr sehen will. Wie heißt ein schwedischer Türsteher? Lass sie rein. Der ist so schlecht. Ryan! Ryan! Oh nein. Ryan! Lauf! Ach, rot, grün! Was macht das für ein. Ich habe eine rote Ampel überfahren! Ryan! Hi! Hi! Hallo! 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 Ein Taub! Warte! Scheiß auf die Gäste! Lass mich raus! Ich bin beim Stuhl einschlafen, als im Schlaf einschlafen. Oh ne, was tun, Alter! Hat hässlicher LKW! Hi! Na? Hi! Na, wie geht's dir? Weißt du? Du hast schon jetzt ganz eigentlich anhalte, ja? Aber 9 plus 9 ist doch auch 18. Thorsten 53 argumentiert vor Gericht. Lustig aus. Danke. Hättest du mich wenigstens zurückfahren können? Ja, genau. Und dann fahre ich noch mal lang, oder was? Ja. Wie nennt man einen schwedischen Rentner mit Gehstock? Stockholm. Leute, ey. Habt ihr alle irgendwie so ein Buch neben euch liegen, wo das drinsteht oder was? Ich meine, bei Iron wissen wir es, aber... Bei Masuna wissen wir das auch. Bei mir sind aber keine schlechten Witze in dem Buch, sondern einfach nur dumme Sprüche. Ist das besser? Ja, eine Klitoris hat 8000 Nerven. Ich fühle mich, also, wenn du mir schon auf den Nerv gehen willst, such dir einen von denen aus. Ich bin hundemüde. Scheiße, ist in der Fluss. Was wiegt? Schau dich nicht mehr. Egal. Ich dachte das auch mal. Leute, es wurde doch als gelb gezählt, obwohl schon rot eine war. Cheater. An die Wand. Oh, ich dachte zum Heuschober. Wieso kann ein Känguru höher als ein Haus springen? Weil das Haus nicht springen kann. Masuna, der war schlecht, niemand da. 2400. Ich glaube, ich habe eine Laterne.
Da war eine Laterne. Die ist mir einfach so vom Bus gesprungen. Die Laterne war lebensmüde. Ja. Gute Känguru.